Creme de la Creme. Nach Sergios Tod herrschte wochenlang Chaos. Unsere Jungs gegen ihren. Und Morello war untergetaucht. Aber ein Boss kann sich nicht ewig verstecken. Damit ein Don gefürchtet wird, muss er sich sehen lassen. Schließlich hörten wir, dass er sich zeigen würde. Jo, was eine Schlacht. Morello will uns provozieren? So tun, als wären wir nicht im Krieg? Wir werden uns ihm stellen. So kriegen wir ihn. Wir warten vor dem Theater. Bis zum Ende der Show. All die reichen Arschlöcher werden rauskommen. Und dann schnappen wir uns Morello. Ich brauche aus der Menge. Bevor sie uns kommen sehen. Das Theater wird voll sein. Möglicherweise wird sogar der Bürgermeister da sein oder der Polizeipräsident. Genau darum geht's, Tom. Wir töten ihn in der Öffentlichkeit. So, dass es die feinen Pinkel sehen. Dann wissen sie, wer der Chef ist. Ganz egal, ob man eine Marke, eine Robe oder ein fettes Bündel Geld in der Tasche hat. Der Salieri in die Quere kommt, ist tot. Okay, Boss. Wir erledigen das. Nehmt die Maschinengewehre, aber seid euch sicher, dass ihr vor dem Theater keine Aufmerksamkeit auf euch zieht. Haltet die Knarren versteckt, bis ihr Morello seht. Natürlich eine Thompson. Der weiße Anzug soll aussehen, als wäre er mit Rosen bedeckt. Verstanden? Klar, Boss. Salieri wird gar nicht zu Morello 2 oder so. So total hasserfüllt und aggressiv. Na gut. Ist hier irgendwas? Nein. Zurück hierher kann ich nicht, ne? Dann geht's jetzt weiter. Endlich packen wir es an. Ganz ruhig. Ach so, Polly. Wir müssen zum Theater, bevor die Vorstellung vorbei ist. Tom, du fährst. Sicher fahr ich. Es steht fest, Jungs. Morello stirbt heute Abend. Heute. Karre. Viel Glück, Leute. Dann wollen wir mal. Glück aufs Gas, Tom! Unglaublich, dass wir nach all den Jahren endlich Morello aufs Korn nehmen. Nicht seine Leute oder Familie. Der hat gutes Handling. Endlich ist er selber dran. Damit schließen wir ein langes Kapitel ab. Und wenn er weg ist? Sind wir die Könige. Nein, ich meine, was ist mit dem Don? Werden ihm die Tränen kommen? Er wird einen hübschen neuen weißen Anzug tragen. Ach so. Trägt der Herrscher der Stadt den weißen Anzug oder was? Oh, die Musik ist cool. Alles klar, Jungs? Ja, ich schwitze nur wie verrückt. Sieht übel aus. Wir sind fast da. Zähne zusammenbeißen. Wenn wir Morello sehen, alle auf ihn. Nur auf ihn. Wenn er erledigt ist, bricht Panik aus. Wir tun's wirklich. Wie lange kämpft er schon gegen den Boss? 10 Jahre? Länger. Macht der weiße Anzug ihn zu einem leichteren Ziel? Ja. Macht er. Da weiß man, auf wen man schießen muss. Diese Arie, während wir zu Morellos Beerdigung fahren. Aber die beiden sind heute nicht sehr gesprächig. Die sind wahrscheinlich auch schon vorbereitet auf die Beerdigung. So, da vorne ist es wohl, wa? Das sieht aus wie ein Theater. Ich sehe ihn! Halt ihm ein! Ich sehe. Da ist er tatsächlich. Wir sind ein bisschen spät. Hinterher! Häng dich an, Tom! Sonst macht der Don uns fertig! Die Junge. Wenn ich dran bin, schießt auf die Autos um ihn herum. Die müssen wir zuerst ausschalten. Alles klar! Tempomat aus, auf geht's. Ah, die Bullen! Ein paar von denen haben das Theater beobachtet. Morello hat sie zum letzten Mal bezahlt. Ab morgen gehören sie uns. Junge, richtige Gangsterverfolgung, ist ja geil. Morello muss ziemlich nervös sein. Hat alles an
mitgebracht. Schaltet sie aus, wenn ihr könnt. Aber wir sind wegen Morello hier. Ja, ich hab mich ein bisschen gedreht. Und dann er selbst. Jupp, so sieht's aus. Wenn wir sie verlieren, taucht er Monate unter. Oder länger. Er darf nicht entkommen. Er könnte überall hin verschwinden. Er wird nicht entkommen. Wenn er entwischt, verkriecht er sich vielleicht in einem anderen Staat. Wir müssen ihn heute schnappen. Jupp. Cool, vor der Bar fährt er lang. Alles klar. Ist aber mutig von ihm, dass er hier lang fährt. Ja, das Handling von der Karre ist echt besser. Ich habe hier unendlich Munition. Ja, du bist immer noch eiskalt am Steuer, oder? Uff. Mist. Ich war so nah dran an Morello. Jetzt geht's durch Chinatown. Der LKW natürlich. Ob ich den getroffen habe, ich glaube schon. Er will uns wohl in den Gassen abschütteln. Niemand kennt diese Stadt besser als ich, keine Sorge. Naja. Das wird ganz schön eng. Morello hat einen guten Fahrer, aber er ist nichts gegen dich, Tom. Lass mal in die Luft schießen. Abwarten, ob der nichts gegen mich ist. Gefühlt schießt meine Knarre schneller als die Tommy Gun von den beiden. Gott, diese Kerle geben nicht auf! Wir auch nicht. Wir ziehen das voll durch. Na komm. Los, Morello, wir haben dich gleich. Wo will er hin? Er kommt nicht aus der Stadt, wenn wir ihm an der Stoßstange kleben. Wo immer er hin will, er hat's echt eilig. Der Flughafen, er will von hinten rein. Er hat ein Flugzeug? Klar hat er ein verdammtes Flugzeug! Na sicher hat er das. Leute. Gut, wir müssen alles säubern. Er wird sterben und seine Leute auch. Okay, aber wir drei bleiben am Leben. Sie haben den Flughafen gerade erst wieder hingekriegt. Uff, Morello. Wir haben Gesellschaft, ich sehe sie. Ihr okay? Ja, nichts passiert. Ah. Nur etwas Glas in den Haaren. Lässt sich leicht rauskämmen. Daneben zu Fuß. Los, Bewegung! Uff. Wally, wie er rennt. Geil. Auf geht's. Daneben zu Fuß. Und rennen. Sehr schön. Da kommt noch mehr von ihm. Ja, wo denn? Na, dann flankiere ich doch mal. Ich da. Tommy.
Oh, come on. Keiner hat mich gegen den da geschützt. Von meinen Boys. Ich glaube, es hackt. Fucking hell, wie er nichts trifft. Er steht nicht wieder auf. Hab noch einen. Hier drüben. Hier Ups. Wehe, ich werde wieder flankiert. Was? Triff ihn doch einfach mal, Tommy. What the fuck? Uff, nächstes Mal gehe ich links lang. Na, die Knarren sind halt, ich weiß auch nicht. Ich fände es nice, wenn man präzise Headshots geben könnte. Ups. Nein, ich will die Waffe. Bleib doch in Deckung, verdammt. Sehr schön. Ich hoffe, er hat ein zweites eigentlich. Ja, auch links rüber, ne? Hätte ich das mal besser gemacht. Hört ihr das auch? Hier muss irgendwo ein Nest sein! Ja. Wie ich nichts treffe. Komm, piek mich, los, piek mich. Hm. Sehr schön. Okay.
Das Auto hat die Farbe geändert. Perfekt. Och, come on. Sehr schön. Gott sei Dank, der ist tot. Der auch. Okay, wir sind hier fertig. Sehr schön. Kann ich mir noch ein bisschen Munition holen? Heal bräuchte ich halt auch, ne? Ach, hier. Sehr gut. Was auch immer das für ein komisches Geräusch war. Aber jetzt geht's weiter. Oh, Granaten. Die nehme ich doch gerne mit. Den Heal hier auch. Sehr schön, voller HP. Oh, oh. Oh nein, da war was zum Einsammeln. Nein. Kann ich da hoch? Nein, wahrscheinlich nicht. Na, nee. Hat er seine Waffe fallen lassen? Nein, natürlich auch nicht. Ja, Mann, endlich eine gute Waffe. Quickscope, Bitches. Wunderbar. Hat einer noch Munition von euch? Oh. Sehr schön. Morellos Kara. Vorrücken. Doch. Na komm, piek noch mal. Ich will Morales Karre eigentlich haben, aber es geht scheinbar noch nicht. Munition gibt's auch nicht, schade. Tja, was wird da wohl sein? Ich höre ein Flugzeug, würde ich mal sagen. In das Auto! Tommy, vor uns! Du bist der beste Schütze von uns! Ach so, der beste Schütze bin ich auch. Der beste Fahrer, der beste Schütze. Dann fahr mal los, Sam. Ich bin auch schon längst drin. Bring uns hoch! Wir sind zu langsam! Zieh uns hoch! Er will starten! Zieh auf die Motoren! Richten wir Schaden an? Nicht gut! Sehr schön. Das funktioniert. Hör auf und lass mich! Okay. Noch ist er nicht weg! Yes! Ich übernehme das Steuer! Warum? Weil ich hier der Fahrer bin! Und jetzt müssen wir den Flieger erwischen! Ach du Schande, okay, ernsthaft? Das ist der Plan. Wir folgen ihm, sehen, wo er landet und feuern dann aus allen Rohren und machen sie alle! Der Vogel bleibt bestimmt nicht in der Luft!
Das Ding wird nicht landen, sondern abstürzen. Sieht es für dich aerodynamisch aus? Gott sei Dank haben wir dich im Auto, Professor. Morello wird einen Flugzeugabsturz nicht überleben. Wahrscheinlich nicht, aber er ist erst tot, wenn wir ihn tot sehen. Gerade ihr zwei solltet das inzwischen wissen. So sieht's aus. Er macht nochmal einen Rundflug über die gesamte Stadt. Wohin will er den Vogel bringen? Vielleicht zur Rennstrecke. Dort kann er ihn eher sicher auf den Boden bringen. Landen so. Kann er, aber er wird nicht sicher sein. Egal, wo er landet, wir sind ihm auf den Fersen. Abwarten. Geht er runter? Ja, geht er. Also entweder wird Tommy besser mit dem Fahren und dadurch ist das Handling besser, oder ich werde besser. Das Auto fährt sich viel besser jetzt. Komm schon, wir müssen sicher gehen, dass er tot ist, bevor die Bullen aufkreuzen. Sowas überlebt keiner. Mann, ist das viel Rauch. Irre, dass wir das geschafft haben. Ja, irgendwie unwirklich. Passt auf und haltet die Waffen bereit. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir haben keine Zeit. Alle Bullen der Stadt sind auf dem Weg hierher. Wir steigen aus, sehen nach und verschwinden. Klar? Aber sicher. Auf geht's. Das war im Original auch ein bisschen anders, aber es ist ganz cool. Oh mein Gott. Er lebt noch. Der Bastard ist tot, er weiß es nur noch nicht. Uff, Tommy. Jetzt weiß er es. Ja, Mann. Gut gemacht. Holy shit, Tommy ist ein richtiger Killer geworden. Kommt schon. Seine leeren Augen. Hauen wir ab. Tommy weiß, dass es falsch ist, was er tut, aber er tut's trotzdem. Für die Familie. Tja. Wir sehen uns im Jenseits, Marco. Marco Morello. Creme de la Creme.